Niemand darf in Deutschland illegale Tötung beschließen und hinterher weiterregieren. Denn jeder Mensch hat das Recht auf ein Leben in Würde. Eine arrogante Rede hilft den Betroffenen keinen einzigen Schritt weiter. Und nichts anderes haben Sie hier geboten. Seit wann lassen wir uns denn von Kriminalität beeinflussen bei unseren Gesetzen? Das ist doch keine Herangehensweise. Und ich denke, Schwarz-Gelb ist jetzt dringend zur Tat verpflichtet. Der Bund ist aus unserer Sicht klar zuständig, denn der Verfassungsauftrag zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse gilt. Und er gilt natürlich erst recht für von Gewalt betroffene Frauen. Aber dieser Verfassungsauftrag ist eben nicht erfüllt, wenn es vom Wohnort oder von der sozialen Situation der Frau abhängt, ob sie Zuflucht vor Gewalt findet oder nicht.